Moin Leute, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen düsteren Folge Dungeons and Dragons Dark Alliance. Ja, wir machen jetzt hier weiter. So, wir tun jetzt erstmal hier diese ganze Mine erkunden. Oh, und hi. Hi, meine lieben Gegner. Schön, dass ihr auch schon wieder da seid. Das freut mich sehr. So, also diese komischen Zauberer-Heinis wegmachen. Dann geht's der Große nach hinten. Ja. Hallöchen, mein Lieber. Aua. Hier, fang das einmal. Okay, das ist eigentlich Fang. Halt so. Sehr gut. Letzten Endes liegt ihr eh so oder so. Wow, Hilfe. Hier geht Feuer an. Wie haben wir denn hier? Ah, okay. Das ist der eine Gegner, der ein Bonusziel ist bei dieser Mission. Sehr schön. Haben wir damit direkt die Bonusaufgabe noch mitgeschafft? Sehr schön. So muss das. Und wir haben ein neues Schild bekommen, sogar ein lilanes. Sehr schön. Da freut man sich immer drüber. Hier einmal noch alles andere mitnehmen. Gold, Kristalle und so weiter. Ist doch alles schönes Zeug. Genauso wie das. Ja, und hier hinten kommt nochmal ein Hinterhalt. Oh. Bitte schön, nimm das. Durch. Bitte. Boah, Hilfe. Jetzt geht's auch richtig ab hier. Ihr wollt mir so richtig zeigen, oder? Ja, ihr geht's erstmal überall. Luft alles. Ich fliege erstmal Power auf den Boden. Sehr schön. Hallo. Ach, steh doch wieder auf. So. Weg da. Sehr gut. So, schnell rüber. Lauf, 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 lauf. Gut gemacht. So, hauptwegtechnisch müssten wir dort hinten lang. Ich will aber erstmal noch hier gucken. Was hier vorne noch ist. Das ist ja hier auch noch was Schönes. Deswegen. Oh, der hier ist ganz schön robust. Aber letzten Endes bleibt der auch gleich liegen. Zack. Der ist aber oben, sehe ich gerade so am Boden. Oh, zurück, zurück. Schön gemacht. Jawohl, noch ein lilaner Ring. Hinter mir kommt noch mehr. Okay, ich würde sagen, wir setzen eine Fähigkeit ein. Los. Sehr schön. Haut ganz gut rein. Ja, das hat auch wirklich ganz gut reingehauen. Gehen wir hier hinter. Nehmen hier alles mit. So, haben wir alles. Jetzt gehen wir wieder zurück. Obwohl, nein, hier gibt es ja auch noch mal einen Weg. Ich glaube, der hier führt vielleicht letzten Endes auch zu meinem Hauptziel hin. Oh, hier sind ganz viele von diesen Zauberern. Hier sind ganz viele von denen. Ich glaube, ich werde noch eine Fähigkeit einsetzen. Aber ganz schnell. So. Schön draufhalten. This one has rank.
überall schön draufhalten. Jawohl, noch zwei. Fang. Geschafft. Ja, und da drüben gibt's schönes Zeug. Ich frage mich gerade, wo bin ich hier? Bin ich hier an einem Ort, wo ich später vielleicht noch hingekommen wäre? Mit dem Hauptziel, oder ist das jetzt alles gerade nur Nebenziel oder so? Ich denke, wir sollten vielleicht lieber erst nochmal zurückgehen. Und hinten diese anderen Wege abklappern, wo unser Hauptziel ist. Weil ich glaube, hier kommen wir später wirklich nochmal hin. Wir haben mich ganz ehrlich verreckt. Deswegen. So, komm einmal wieder mit, Gegner. So, hierher bitte. I will avenge myself on your soul. Gut gemacht wieder. Jawohl, neue Kisten. Hier muss ich einmal an das Feuer ran. Zack. Dann geht's hier durch. Wunderbar. Jetzt haben wir noch mal eine Kiste hier. Also jetzt gerade an sich looten wir echt gut in dieser Runde hier. Oder was heißt in dieser Runde, in dieser Folge. Schon gutes lilanes Zeug haben wir auch bekommen, also nicht schlecht. Nicht schlecht, muss ich immer so sagen. Okay, ich müsste noch mal da drüber. Ich muss auf jeden Fall da drüber jetzt noch mal laufen, auf die andere Seite komplett, wie es aussieht. Aber wie sieht es hier oben noch aus? Nee, das ist hier noch zu. Ja. Dann komme ich da 100 pro später hin, denke ich. Dass es deswegen wahrscheinlich zu ist. Da drüben ist auch noch was, sehe ich gerade. Moment. Da würde ich auch gerne erstmal noch hin wollen. So, sehr schön. Ran, zurück. Und der hat das geschafft. Wow, Hilfe. Fast reingefahren. Ja, aber zum Glück noch fast. Ja, und hier sind meine geliebten Feinde, die es nicht so schön finden, dass ich hier loote. Die finden das auch nicht so schön. Ja, und ich fall fast noch in das Wasser wegen dem. Sie hier hin. Huhu. Okay, sind weg. Da unten wäre. Ah nein, die hatten wir ja eben, die Kiste. Hier hinten können wir aber nochmal hoch. Hier gibt es auch noch was Schönes. Mit nochmal neuen Gegnern. Aber Mann, oh Mann, also in diesem Level finden wir gerade halt schön ordentlich Kisten und so. Muss man einfach mal so sagen. Da finden wir gerade wirklich viele. Was das betrifft. Hier noch ran. So. Fast 4000 Gold. Zusammengesammelt hier. Durch Kisten und so weiter. Ist halt wirklich eine gute Summe. Wenn man dann auch noch mit betrachtet, dass wir dann auch noch mal ordentlich Gold bekommen, auch durch den Abschluss der Mission. Ja.
könnte vielleicht viel herauskommen. Bei diesem Level hier. Gucken wir mal. Ach. Kann natürlich auch sein, dass das Level gleich schon zu Ende ist. Ja? Das wissen wir natürlich jetzt nicht. Könnte ich mir aber auch vorstellen. Das ist dann vielleicht dort hinten, wo wir eben nicht da durchkamen, dass es dort dann vielleicht einfach einen Bosskampf noch gibt. That's all of the earth. Time to get these mages. Erreiche den Eingang zum inneren Heiligtum. Alles klar. Ich folge mal dem Pfad hier. Hopp. Wir springen dort rüber. Okay, da drüben steht auch noch ein Gegner. I'm here, you devils. Hi. Ja, da hinten ist noch eine schöne Kiste. How will I explain this defeat? Schöne Sache. Ah nein, die Kiste hier hatten wir schon gelootet. Sie haben. Ja, aber gerade ist auch unser Zwerg richtig stark, muss man auch mal so sagen. Also die Upgrades vom letzten Mal haben wirklich dem nicht geschadet. Ich bin gespannt, wie stark wir sind, wenn wir dann für einige der neuen Sachen ausrüsten. Der neuen lila Sachen. Nein! Ach nein, fällt er runter. Ich will doch mal dort hochfahren. Ha, jetzt habe ich es nicht geschafft. Komm schon. Zack. Jawohl. So, was ist denn jetzt hier oben? Uhu. Nichts. Okay. Ich dachte, da oben kann man vielleicht noch irgendwo hinfahren, dass etwas wäre. Aber nein. Hätte halt gedacht, dort oben ist vielleicht nochmal ein kleiner Raum oder so, wo man reinspringen kann. Und dann ist das beispielsweise nochmal eine kleine Kiste mit Gold oder sowas. Ja, war es doch halt erneut runter hier. Hep. So. Und jetzt ab zu dem inneren Heiligtum. Und ich denke mal, dort wo diese Wand vorhin war, das ist ja dieses innere Heiligtum wahrscheinlich. Dort gibt es bestimmt einen Bossgegner jetzt. Vermute ich mal. Dann gibt es noch ein paar Münzen, die nehmen wir uns erstmal. Sehr schön, mitnehmen. Hier liegen keine mehr soweit. Ne, hier liegen wirklich keine mehr rum. Dann jetzt ab hier nach oben. Hier, der dort vorne in der Mitte, der ist doch 100 pro ein Bossgegner. Ja, habe ich auch recht. Okay, warte mal. So, Fähigkeit einmal einsetzen. Sehr gut. So, wo ist mein Bossgegner? Ach, hier. Jawohl! Das haut schon mal gut rein. Der hat dort hinten noch eine Kiste. Moment, die will ich erstmal holen. Komm, ne? Ja. Fähigkeit einsetzt, die andere hier. Und drauf auf ihn. Irgendwas schön drauf. Einfach weiter durchziehen. Jawohl. Und er ist gelegt. Sehr schön. Akt abgeschlossen. Und Bossgegner ist besiegt. Sehr schön. Schöne Sache. Gut, Leute. Dann würde ich sagen, machen wir dann jetzt an dieser Stelle wieder Schluss mit der Folge. Wenn euch diese Folge unterhalten konnte, etwas lasst gerne einen Daumen nach oben da. Und bis zum nächsten Mal. Tschüssi.